niedergelassenen Ärzte haben bundesweit im ersten Quartal ein deutliches Honorarplus eingefahren. Nach vorläufigen Ergebnissen sei die Gesamtvergütung der Mediziner im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 8% gestiegen, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Berlin mit. Allerdings schwankt diese Zahl je nach Wohnort und Facharztgruppe. Orthopäden zum Beispiel müssten ein Minus von 4% hinnehmen. Anfang des Jahres hatten Ärzte bundesweit gegen die Honorarreform protestiert und zeitweise ihre Praxen geschlossen. Sie befürchteten, dass sie infolge der Reform deutlich weniger verdienen. Kürzlich hatten jedoch schon Zahlen aus Bayern gezeigt, dass die Ärzte dort Zuwächse um 18% verbuchen konnten. Jerusalem. In der Debatte um das iranische Atomprogramm zieht Israel weiterhin einen Militärschlag in Erwägung. Keine Option sollte vom Tisch genommen werden, sagte Verteidigungsminister Barak nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Kollegen Gates. Wir meinen es ernst, sagte er wörtlich. Barak betonte aber zugleich, Diplomatie und stärkere Sanktionen gegen den Iran hätten Vorrang. Der US-Verteidigungsminister sagte, er hoffe, dass der Iran bis Ende September auf das Gesprächsangebot von US-Präsident Obama reagiere. Die USA und andere westliche Länder werfen dem Iran vor, an einer Atombombe zu arbeiten. Die Regierung in Teheran weist dies zurück und nennt als Ziel ihres Atomprogramms die Stromerzeugung. Mumbai. 6 Jahre nach einem Terroranschlag in Mumbai hat ein indisches Gericht 3 Verdächtige schuldig gesprochen. Es handelt sich um 2 Männer und eine Frau, die Mitglieder der islamischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba sind. Bei den Anschlägen waren im August 2003 auf belebten Märkten 2 Sprengsätze explodiert. 52 Menschen wurden getötet und etwa 100 verletzt. Das Strafmaß für die Verurteilten wird Anfang August verkündet. Ihnen droht die Todesstrafe. Halle. Gut eine Woche nach dem Erdrutsch in Nachterstedt beraten Bergbauexperten nun über Schutzmaßnahmen für andere ehemalige Bergbauhalden. Vertreter der Bergämter von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg sind in Halle zusammengekommen, um Karten und Luftbilder aus ostdeutschen Regionen auszuwerten. Insgesamt geht es dort um 50 große frühere Braunkohlereviere. Das heutige Treffen sei nur der Auftakt für weitere Beratungen, hieß es. Beim Erdrutsch in Nachterstedt waren 2 Häuser in einen Tagebausee gerissen worden. 3 Menschen wurden getötet, die Siedlung muss dauerhaft geräumt werden. Das Wetter in Bayern. Sonnig bei maximal 26 bis 31 Grad. Am Abend im Westen erste Gewitter, in der Nacht überall gewitterig. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Morgen Vormittag Schauer, dann freundlicher bei maximal 24 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch sonnig, in der zweiten Wochenhälfte unbeständig. Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad. Reich, das von dieser Menschheit errichtet wurde und das die Erde je gesehen hat. Auf mit dem Schwan, du siehst doch, dass ich glüht, Birne. Bayern 1 am Nachmittag, diese Woche mit Stefan Lehmann.
Begeisterung. Der neue Seat Leon FR mit modernster Common Rail Dieseltechnologie. Jetzt bei Ihrem Seat-Partner. Neun kleine Socken, ich brauch kein Stund, kein Meer. Ich genieße den Balkon und nasch die Packung leer. Giotto, die Mini-Gebäckungen. So klein, so fein, so Giotto. Yippee! Und bis zum 31. August erhalten Sie für alle neuen Seat Leon satte 2500 Euro Seat-Prämie. Unabhängig von der staatlichen Umweltprämie. Auto Emotion. Glück im Unglück. Wir waren beim Wandern in Österreich. Eigentlich eine einfache Tour, aber dann bin ich auf so einem schmalen Pfad plötzlich umgeknickt. Einfach so. Und ich habe sofort gewusst, das ist etwas Ernstes. Aber ich hatte Glück im Unglück. Mit dem Hubschrauber kam ich in eine Privatklinik.